Alles hätte so friedlich und ersprießlich weitergehen können, wie es sich anließ. Aber das Leben ist so, dass oft Hass und Neid und Eifersucht und Lüge entstehen, auch wo gar kein Grund dazu vorhanden ist. Und die menschliche Natur gibt keine Ruhe, sondern sind Böses. Zu Diensten, Herr. Seid nicht zu zimperlich, Jungs. Die Informanten waren fleißig, Herr Graf. Seht zu, dass es die richtigen Leute zu hören bekommen. Und lasst euch von niemandem sehen. Ihr habt euren Stiefsohn, den Herzog Ernst, lieb, denn er versteht es, sich eure Gutmütigkeit zu erschleichen. Ich jedoch habe Schwerwiegendes gegen ihn vorzubringen. Ich habe lange geschwankt, denn so unglaublich klingt es, doch es ist auch meine Pflicht als euer Vasall. Ihr macht mich neugierig, Herr Heinrich, doch nur heraus mit der Sprache. Die Kaiserin darf davon nichts erfahren, gebt mir euer Wort. So redet doch endlich. Hätte ich nicht zuverlässige Kunden, ich würde den Mund nicht auftun. Doch ich kann hierüber nicht schweigen. Herzog Ernst, der Sohn eurer Gemahlin, trachtet euch nach dem Leben, um die Kaiserkrone zu erlangen. Woher wisst ihr das? Welche Beweise habt ihr? Nicht allein aus einem Munde habe ich es gehört. Majestät, tut etwas, ehe es zu spät ist. Was ratet ihr? Er hält sich in Regensburg auf. Ihr braucht nur ein truppentüchtiges Kriegsvolk zu schicken, um die Stadt einzunehmen und den Herzog gefangen zu setzen. Doch ich warne euch erneut. Die Kaiserin darf nichts hiervon erfahren. Ihr nennt mich zum Opfer, und ich bringe euch den Verschwörer. In der Folterkammer wird er seine Schuld gestehen. Ja, das ist gewiss das Beste. Pfalzgraf Heinrich zog mit einer Streitmacht los und hauste auf dem Wege wie in Feindesland. Er steckte Häuser in Brand, zertrampelte Äcker, vor allem aber ließ er Männer, die eine Waffe trugen, niedermachen. Herzog Ernst war außer sich. Sonnenklar war ihm, dass böswillige Machenschaften gegen ihn am Werke waren, und erklären konnte er sich nicht, woher sie stammten. Und nun hieß es kämpfen. Männer, um die gegnerische Hauptstreitmacht abzuwehren, müsst ihr standhaft sein. Der Feind ist zahlreich, doch das ist kein Grund, sich zu fürchten. Wenn ihr euch zurückziehen müsst, tut das geordnet, denn euch wird geholfen werden. Greift zu Schild und Speer, denn hier an der Flanke dürft ihr nicht einen Schritt zurückweichen. Wenn der Feind uns einkesselt, sind wir alle verloren. Zum Angriff! Nun sind wir an der Reihe. Der Sieg ist unser. Feiglinge. Ich werde dir die Knochen brechen. Zeit zu gehen. Wer immer ihr auch seid, ihr werdet für eure Übeltaten bezahlen.